24. August 2018 9.26 Uhr Teilerfolg für Bastian Schweinsteiger und Chicago Fire. Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der MLS nach 8 Niederlagen in Folge einen Punktgewinn gefeiert. Das Team aus Illinois trennte sich im Spiel gegen Columbus Crew mit 1:1, 0:0, unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Chicagos Torjäger Nemanja Nikolic 67. Minute die Führung für die Gastgeber. Kurz vor Schluss sorgte allerdings Nico Hansen, 87. für den Ausgleich. Schweinsteiger spielte vor 8.551 Zuschauern im heimischen Toyota Park durch. Der 33-Jährige kassierte zudem seine 5. gelbe Karte der Saison und fehlt Fire damit in der nächsten Partie. Chicago liegt nach dem Unentschieden mit 24 Punkten auf dem 10. Platz in der Eastern Conference. Der Rückstand auf Playoff Platz 6 beträgt aktuell 9 Punkte. Für Schweinsteiger und Chicago geht es nun nach Deutschland, dort trifft das Team am 28. August in der Allianz Arena auf Rekordmeister Bayern München. Der Anlass ist das Abschiedsspiel des früheren Bayern-Kapitäns.